Die Avantgarde, die als Kundschaft ein unbekanntes Gebiet vorstößt, die sich den Risiken plötzlich schockierender Begegnungen aussetzt, die eine noch nicht besetzte Zukunft erobert, zwingt den Betrachter, gewohnte Sehweisen aufzugeben und sich auf Neues, Unbekanntes einzulassen. Makart, Klimt, Schiele, Kokoschka, die Künstler des Hagenbundes, der Art Club, die Wiener Aktionisten, sie alle provozierten und störten. Als Störenfriede riefen sie Reaktionen von unterschiedlichster Heftigkeit hervor. Der Bogen der Kontroversen spannte sich von Pressehetze über Rücktritte von Politikern und Zerstörung von Kunstwerken bis zur Verhaftung von Künstlern. Viele Künstler, die heute als Aushängeschilder österreichischer Kultur- und Kunstschaffens dienen, mussten diesen Prozess der radikalen Ablehnung und öffentlichen Schmähung durchlaufen. Abhängig von den jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Umständen erreichten manche noch zu Lebzeiten gesellschaftliche Akzeptanz, ja sogar Verehrung. Einigen aber blieb die Gunst verwehrt. Sie starben unverstanden und verarmt. Und ihre Leistung wurde erst Generationen später erkannt. Nicht selten waren es die neuen Provokateure, die die alten entdeckten. Während Hans Makart das Publikum mit seiner farbdurchglühten, sinnlichen Malerei heftig provozierte, führte rund 30 Jahre später, um 1900, die erbitterte öffentliche Diskussion über Gustav Klimts Deckenbilder für die Universität zum Rücktritt des Unterrichtsministers. In den 1920er Jahren erregten die im Hagenbund gezeigten Eierspeisbilder die Gemüter. Und die mit der Spachtelmaurer mäßig derb hingestrichenen Bilder der Malerinnen Helene Funke und Helene Taussig waren den Kunstkritikern schlichtweg ein Gräuel. Nach der doktrinären Kunstpropaganda des Nationalsozialismus wurde das irritierende Neue, das der Art Club in seiner ersten Ausstellung 1946 zeigte, empört als Sumpf von Perversitäten zurückgewiesen. Die Ausstellung präsentiert die großen österreichischen Klassiker mit rund 100 Hauptwerken von 1900 bis 1968.